Morgen, liebe Leute. Was machen wir heute? Ich habe ja gestern vier Räder angekauft, und zwar einmal das Birria hier, einmal dieses Bianchi da. Und ich würde mal sagen, ich mache die mal so ein bisschen fit. Und dann noch zwei Kinderräder, ein Brennerbohrer, wo ich das gleiche nochmal hinten habe. Ich würde sagen, die werden alle mal durchgeschickt. Und noch so ein Billigkinderrad, und die werden dann in Verkauf gegeben. Also außer der Brennerbohr, das werde ich behalten wahrscheinlich für zum Verleih. Und das Birria eventuell sogar auch. Ja, seid auch wieder mit dabei, wie immer. So schön, dass ihr da seid. Freut mich wirklich sehr. Ja, das ist schön. Eine Sammeltasse. Was soll ich mit einer Sammeltasse? Muss den Zahnkranz wechseln bei dem Dior Tretkugel. Bei der Dior Tretkugel. Prototech 2. Die vordere Schraube schraubt man raus. Das Teil schraubt man raus. Sieht man nicht ab, wenn man das hier hochgezogen hat, dieses Pinöppeli. Dann drücke ich das Teil hier raus, die Tretkugel. Ups, das ging ja einfach. Jetzt komme ich hier an die Scheibe ran, die kleine schraube ich ab und die große, die wechsle ich. Ich glaube, die Verbindung ist sehr schlecht hier unten für den. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Gucken wir mal, das Blatt wird ausgewechselt. Das sieht für mich jetzt ja nicht so schlimm aus, ehrlich gesagt. Aber man kann sich auch täuschen. Ich sehe, dass ich zwei Zuschauer habe. Schon ein bisschen anders aus. Hier links mal übereinander. Wird schon abgewetzt. Die Zähne. Jetzt gerade einen anderen Computer hier unten, weil meine Tochter, die krank ist, die erste Ferientag, sie hat Fieber gehabt, gleich heute die Nacht richtig Fieber gehabt, sie ist ja genug, ey, schlimm ist das, erster Ferientag und gleich krank, Mann, die Ärmste. Dann ist der erste Auftrag des Tages hier, Riese Müller Hommage, wir kennen sie ja schon, die Räder. Ein bisschen festschrauben, sie kontern. Der brennt mir durch, der Computer. Der ist jetzt total laut gerade. Weiß ich nicht. Hört ihr das? Das geht natürlich nicht. Auf Dauerbetrieb hier, 12 Stunden. Dann hebt ihr ab. So, haben wir. Danke für das eine Like schon mal, das erste Like. Sehe ich ja gerade, habe ich schon. Für den heutigen Tag. Finde ich gut.
obwohl es so öde ist. Ich weiß, dass es eigentlich total öde ist. Aber trotz dessen mögt ihr es. Das finde ich gut. Jetzt wird wieder eingebaut. Ich schiebe es einfach durch. Jetzt schauen wir zu und Feierabend, dass wir den Shit nicht sehen. Und auch das haben wir. Feierabend. Also natürlich nicht Feierabend, noch lange nicht Feierabend, aber die Reparatur ist erledigt. Das war die erste Reparatur des Tages. Schon lange angekündigt, endlich ist er gekommen. Sowohl der Dritzel, das Ersatzteil, als auch der Kunde. Haben wir mal zusammengefunden. Und jetzt tausche ich diese Turbine hier aus. Ah, geht nicht, der platzt. Es ist unglaublich, wie viel Zeit man damit verbringt, irgendwelche Sachen zu installieren, wenn man sich den Computer nicht entsagt. Da ist man immer dabei und muss irgendwas installieren, aktualisieren, reparieren. So, was haben wir jetzt hier? Ein Sony Vaio. Nicht alt. Nicht alt, aber schon Gehäuse kaputt. Weil Schwachstelle bei dem Modell. Steht natürlich vorher nicht dran. Kostet trotzdem 800 Euro. Tommy denkt sich, kaufen wir doch einfach einen teureren Computer mal. Damit er länger hält. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Hält einfach mal noch kürzer. Beschissener, innerlicher Quatsch, also wirklich. Der neue Sony Vaio. So, Froschert. Liebe Leute, manchmal lohnt es sich dabei zu sein. Okay. Hier bei diesem Fahrrade. Hier bei diesem Rade ist das Licht abgebrochen hier vorne. Und hinten funktioniert es, meint er, aber das ist sehr bescheiden. Für meine Begriffe, oder? Ist das okay so? Ja, ist eigentlich, vielleicht ist es auch okay so, keine Ahnung. Ist ja noch die ältere Generation von LED, Rücklicht, Hinterradlampen. Und vielleicht ist das so. Ja, bitteschön! Ey, macht ihr nichts! Nee, ich wusste nicht mehr genau, hatte ich nicht dazu geschrieben, deswegen habe ich einfach mal das zweite Mal nicht, dass du, ja keine Angst, also ich schlag dich nicht, wenn du kommst oder so. Macht ja nichts, kenne ich von meiner Familie, die sind auch alle am Husten, ist furchtbar. Alles klar, bis später, ciao, ciao. Ich wurde ja schon zweimal angerufen. Mein Vater, aber ich bin auch heute erst zurückgekommen. Ja, ist doch nicht schlimm. Ist doch nicht schlimm. Ist doch nicht immer so böse, böse sein auf mich. Ich vergesse es doch immer. Wenn ihr sagt zu mir, ihr kommt erst dann und dann wieder, das heißt doch für mich noch lange nicht, dass das bei mir ankommt, was ihr mir erzählt. Das natürlich nicht. Ich höre natürlich sehr aufmerksam zu. Aber ich kann es mir nicht merken. Das ist mein Problem. Richtig blau dein Arm jetzt da unten. Ja? Ja, ich habe mich schon verletzt. Ne? Ist jetzt nicht so, dass ich. Das sah aus wie ein kleiner Kratzer.
Ja, Die weiß gar ist ja nicht. auch ein kleiner Kratzer. Ist ja auch nichts Ja, guck Besonderes. mal, du hast richtig einen Bluterguss Ja, drumherum. komm, wir hören das sicher. Soll sein, soll sein. Wollte ich sagen. Ach, Quatsch, scheiß drauf. Der bei Mediamarkt, der eine Bearbeiter, wo ich da war, da hat ja, da hat der Leon gefragt nach irgendwelche Kopfhörer. Jetzt gerade? Ja. Mit seinen Dinger hat er da irgendwas, seine Bose-Kopfhörer. Und dann meinte der, nee, ich habe wegen der Kamera gefragt dann auch. Nee, noch war ein anderer Arbeiter bei Saturn. Nicht Mediamarkt, Saturn. Und dann meinte der bei Saturn, also er hört da auch keine Unterschiede mehr bei. Genau, es ging um Mikrofone natürlich, ja, und den Klang der Mikrofone. Also er hört da überhaupt keine Unterschiede. Oder so, das hat mich ja auch schockiert. Das hat da schon einen Grund eigentlich heutzutage, auch gerade heutzutage, dass die Mikrofone das eine irgendwie 30 Euro kostet und das andere 300. Da muss man einen Unterschied hören. Keinen Unterschied? Und er meinte, naja, also er, für ihn ist das alles so, auch bei den ganzen Kopfhörern, meint er so, ja, kann er das nicht nachvollziehen. Der eine so und so viel kostet, der andere so und so viel. Und so, gut, bei Kopfhörern mag es sein, dass eine gewisse Designvariante auch im Geld steckt oder so. Also, dass sie sagen, der ist von Beats und dann kostet er halt mehr. Naja, er meinte, ja, mit Sicherheit gibt es da Unterschiede. So, ich mach die Räder fit hier, die ich gestern gekauft habe. Ich rede jetzt mit der Vlog-Kamera, ja, also nicht immer wundern oder so. Das ist ja immer verwirrend auch. Das ist das erste hier. Habt ihr auch so eine miese Qualität wie ich hier jetzt gerade? Ich habe eine totale Grottenqualität. Aber wie gesagt, bei mir kann das immer sein. Weil ich den Stream jetzt zurückhole über die gleiche Leitung. Das ist eben so ein bisschen schwieriger ist. Vielleicht ist auch genau das Problem, dass er ab und zu abstürzt, ne? Dass ich die Leitung ja überbelaste oder klar, dürfte eigentlich auch nicht sein, deswegen halt so einen guten Vertrag, so einen großen, groß volumisierten Vertrag eigentlich. Ah, die sind fest, okay. Habe ich glaube auch schon mal gezeigt, das habe ich schon ewig hier. Bremse reanimieren. Und zwar die Bremse. Das hier lässt sich bewegen, aber das hier drin ist fest. Diese Teil hier muss sich auch bewegen in diesem Bremskörper und nicht mitnehmen. Wie regelt man das? Man spannt ein in den Schraubstock. Allerdings mit Gefühl, Jungs, mit Gefühl. Nicht einfach mit Brachialgewalt oder so, sondern es muss wirklich mit Gefühl erfolgen. So, wirkt. Jetzt funktioniert es. Jetzt kann man bewegen. Jetzt kommt der Bewegungstherapie. Kennt sich eh aus, was? Ich dachte, weil die gleiche Leitung ist, ist ja so wie eine zweispurige Autobahn, zweispurige Straße, Autobahn natürlich nicht, wäre mehrspurig. Dachte ich, behindern die sich eventuell. Wenn das Volumen, die Kapazität sowieso schon eingeschränkt ist. Oh, jetzt läuft's, aber es läuft, aber Mann, Leute, es läuft. Ja, wie gesagt, die funktioniert gerade hier überhaupt nicht. Na, das ist natürlich hier schon nicht ganz so prickelnd. Jetzt zieht das hier mit Stahl oder ab. Ich mag Fetze, ja.
Gleitscheiben. Gleitscheibe, Gleitscheibe, Gleitscheibe. Gucken wir mal. Ob wir das jetzt richtig gemacht haben, weiß ich jetzt ja nicht. Nehmen wir auf alle Fälle fest die Bremse. Schauen wir uns mal ganz kurz den Sockel an. Hier. Ja, der ist sauber, der ist auch gut fettig. Man merkt, er sitzt auch im mittleren. Muss man ein bisschen Spannung noch geben. Ne? Aber er dreht sich wieder. Ohne dass er mit. Funktioniert. Schön. Bisschen längere Schraube drin und funktioniert. Furchtbar. Entschuldigung sagen. Warum? Kann doch mal passieren. Was denn das jetzt? Na, aber reumütig und zu Kreuze kriechen und alles. Auf Befehl. Auf Nö. Befehl? Nö. Doch. Nö, ich hab schon gesagt, ich hoffe, du hast es nicht gemerkt. Oh Mann, meine Frau zieht die Internetkabel raus. Ja, ich dachte, das wäre die Lampe. Sabotage in den eigenen Reihen, ganz genau. Oh, wahre Worte, ja? So, jetzt bin ich ganz dreckig. Ja, und zwar habe ich jetzt einen Termin für Lumi mit der Förderung. Die haben jetzt einen Platz frei und ich habe jetzt einen Termin am 17.07. Ja. Zum Gespräch. Ja. Eigentlich habe ich vergessen, wo. Noch. Habe ich vergessen zu fragen, wo das Gespräch ist. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Das ist voll verstrahlt. Okay. Weil die vom Jugendamt ist da, die Bearbeitung, die der Blumen übernehmen muss. Wird anscheinend eine Frau sein. Dreckig, ja. Ja, wird eine Frau sein. Und die vom Förderverein selber. Naja, jetzt habe ich die schon 10 Mal. Du brauchst Förderung. Also, Blumen ist kein Problem. Ist sie auch nicht, aber. Nee, du bist dein Problem. Ich bin das Problem. Läuft. 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 Moin. Moin. Ja? Ich habe eine kurze Frage. Eine kurze Frage. Drei Worte. Ein Kumpel von mir hat sich meine Radpumpe ausgeliehen und mich zurückgebracht. Ah, das ist kein Kumpel mehr jetzt. Ja, leiht der Kumpel die Pumpe aus und bringt sie nicht zurück. Naja, so eine Kumpels haben wir ja, ne? Kennen wir aber auch, so eine Kumpels. Warum so viel? Mit Papier, ich zeig. Gucken wir mal, Thorsten. Thorsten hat ein Fahrrad für 166 Euro gekauft. Da hat der geschieht Geld, der Gute. Ja? Da freut er sich. Was will er denn damit, ey? Ja, ich kenn die. Das ist gemütlich. Nicht ermüdend, ja. Sanft wie ein Babypopo. Zähne, Zahnkranz? BMX habe ich, einen schönen kleinen BMX-Kranz habe ich. Ach, der Thorsten hat wieder ein Rad gekauft. Ey, was, warum denn? Bitte! Zack, weitermachen. Pinarello. Pinarello Schlauchwechsel. Wirklich geniales Fahrrad. Also ist wirklich ein schönes Rad. Also ist wirklich ein gutes Rad. Ein tolles Rad. Der Vorbau ist genial. Oh, den nehme ich Synchros, wa? Geil.
schönes Pinarello. Und die Bremse hier unten montiert. Platte. So, einmal nach vorne, Kette runter, rüber. Das ist alles schön. Guck dir mal die Ausfallenden an, wie die aussehen. Ey, ist das geil? Ist das schön verarbeitet? Wie schön geil die eingelassen sind? Ach, herrlich, ey. Ich kann mich auch für Rennräder begeistern, du. Wirklich schöne, schöne Dinger. Pinarello. Träumche. Aber eigentlich für die Handwerkskunst. Oh, ist aber richtig quetscht in den Rahmen. Ey, mein lieber Scholli. Mann, oh Mann. Hätte er noch einen Abstandshalter rausnehmen können. Single-Speed, das wäre für ihn. Der hat auch ein Single-Speed-Hinterrad. Ist so was hier. Nur denn, nur freilich, schauen wir mal. So, Schlauch raus. Und er das muss erstmal mit dem Resin runterladen. Ja, und die Update nicht möglich, hat er mir vorhin gesagt. So, ja. Ja, das ist zu weit. Oh, dann kommt der Computer wohl letztlich dann doch aussortiert. Denn wenn das Kabel ab ist, ist er auch sofort aus. Ja, der Akku ist durch. Jetzt. Ich meine, er hat ja permanent geladen. Also immerhin, ey, der ist 11 Jahre alt jetzt. Was, dann kann ich mir tatsächlich erst Musik holen, wenn wir einen neuen Computer haben. Wenn wir einen neuen Computer haben? Moment mal. Ja, iTunes kannst du doch auch. Wolltest du nicht sowieso? Ey, hier unten steht eh noch ja, oben. Ja, kann ich auch auf einen normalen Computer runterladen, iTunes, wa? Ja. Kann ich das bei uns machen? An kannst wem du? Hier? Zu Hause denn? Später? Na, zu Hause hast du ja deinen. Das ist nicht der von zu Hause. Das ist der Vario. Achso, das ist gar nicht der Schwarze? Nee, der Schwarze hat Anukum und den konnte ich ihr doch nicht wegnehmen. Ach stimmt. Nee, die guckt gerade nicht, wo er nicht mehr reagiert hat. Keine Ahnung, Kaiser-Augustin-Straße. Oh, kaputt gefahren. Hier. Also die Speicher. Die Speicher, völlig. Also ich komme dann gleich mit den Mäusen nach Hause, weil ich ja noch dieses Gespräch vorher hatte. Du gehst jetzt los schon. Ja, das fängt nach 1 an. Dann geht es eine Stunde nach 2. Dann muss ich zurückfahren. 15.10 Uhr oder so habe ich das Gespräch in der Kita. Oh Gott, das will. Und 4? Und Anouk weiß aber Bescheid jetzt. Die weiß Bescheid, ja. Siehst du, das sind immer meine freien Tage, ne? Voll zu tun. Über Kotze und Termine und. Kotze, Termine. Arbeit trotzdem. Ja. Arbeit mit Quiche. Mit Quiche. Keine Ahnung, was Quiche ist, aber. Ich wieso nicht? Davon reden wir alle. Von Quiche? Davon reden sie doch alle. das ist wie so bei Bananenmate, davon reden sie doch alle. Ich kenne das nicht. Eine Kartoffel, aber sieht aus wie ein Kuchen, aber ist eigentlich Mittag. Alles zusammengerührt oder so, keine Ahnung. Alles im Eimer hat man das früher genannt. Ich hab's mal in Omas Schlemmerstübchen oder so. Das wieso? Nicht wahr sein? Mein Mann gräbt den Garten um. Ich hab doch schon den Berufsverantworter besprochen. Sag, was ist mit der los, ey? Ich hoffe, das ist die Abschiedskiche heute. Das hab ich hier, ja. Alter. Bis später. Bis später. Eine Quiche. Wahrscheinlich für arme Leute, sondern arme Leute essen das 100%. Immer wenn alle zusammengewürfelt ist, ist es bei den Franzosen immer arme Leute. Und wenn alles gesplittet wird auf einen riesen Teller mit ganz wenig nur von dem, ganz wenig von dem, dann ist es für reiche Leute. Also die Armen werden satt, weil die kriegen alle zusammen in eine Portion. Und die Reichen, die sind nicht satt, aber haben viel Geld ausgegeben. Hat schon immer funktioniert. Dekadenz, ey. So, wie viel will er denn hier überhaupt? Absolute Notbremse. Also wirklich, bremst ja nur von jetzt bis Mittag. Da drin. Mann, Mann, Mann.
Aber fertig. Pinarello fertig. Das Pinarello hat hinten keine Bremse. Eigentlich. Und dann ist hier so eine Adapterplatte montiert. Die sitzt zu weit weg. Oh, die saß zu weit weg. Die habe ich jetzt näher rangeschoben. Der Bremsbelag ist komplett runtergebremst. Das Rad selber hat eine 8. Und zwar, weil die Messerspeiche hier ein bisschen gerade gebogen, aber jetzt sehe ich sie ja nicht mehr. Hier. Er fällt kaum auf jetzt noch. Ein bisschen von der Seite sieht man nicht. Total irgendwas drin hängen geblieben. Und der Bremszug ist ein Graus. Der Hebel ebenfalls. Ich meine, der Lenker ein bisschen eng. Aber so ist es gewünscht heutzutage offensichtlich. Er mag es sehr, meint er. Er fährt nur so. Dann muss er da durch. Aber normalerweise würde ich sagen, Bremszug neu machen, Bremsbelag neu machen, Hinterrad neue Messerspeicher und zentrieren. Also mein Resümee. Schlauch ist gewechselt. Das ist das geringste Problem gewesen. Da wird mir Futter durch die Luke gereicht hier. Der Carsten hat mir hier gerade einen Döner reingeschmissen. Durchs Fenster. Durchs Kellerloch. Papa, Kaffee! Salz? Salz? Papa? Naja. Schnee, wir fahren mit Armen. Voll lang gedauert, die waren noch. Also, wir sollten probieren, sich auszusprechen und das zu klären. Notfalls auch noch mit einer Arzthelferin, die ein bisschen... Hör doch mal auf, du machst es kaputt! Blau. Oh, Lumen, bitte, hör doch mal auf jetzt. Blaue Augen. Blaue Augen. Ein Gott! Ich hab verkauft. Columbia. Zu Hause sammeln. Haus, Haus. Fahrrad haben sie mir geklaut wieder, aus der Vermietung raus. Oh, Schloss aufgebrochen und weg. Scheiße, ich mach jetzt nur noch die großen Dinger schlucken, die großen Schlösser. Ah, ja, ja, naja, gut. Was machen wir da? So, was machen wir jetzt? Feierabend machen wir jetzt auf alle Fälle. Ach man, erfolgreicher Tag ist wieder um. Ein Mietrad konnte ich abschaffen, erfolgreich. Indem ich es mir hab klauen lassen. Hab da ja ein paar Leute haben es ja gesehen im Stream. Also nicht mir, sondern der Kundin wurde es geklaut natürlich. Die war unterwegs mit ihren Freundinnen. Dann hat sie Kaffee getrunken und die waren mit drei Rädern unterwegs. Zwei geile Rennräder und einmal mein Rad. Ey, ich fass es nicht. Und meins klauen sie, die anderen beiden lassen sie stehen. Ey. Oh Gott, ich breche ins Essen, Alter. So ist es. Was soll ich dazu sagen? Dann sehen wir uns auf alle Fälle morgen. Morgen Samstag. Ey, morgen, ich werde verkaufen. Ich muss morgen ein bisschen Umsatz machen, weil ich muss diesen Minus ausgleichen jetzt. 30 ja jedes Mal ungefähr 300 Euro Schaden. Gut, 300 Euro Schaden in irgendeine Bresche. Pupp. Und das ist scheiße. Das muss ich irgendwie ausgleichen. Muss ich zwei Räder verkaufen, damit ich das wieder drin habe. Damit ich auf Null bin. Ja, ärgerlich. Aber so ist es halt. Also wir sehen uns morgen. Bis dahin. Ciao.